Es ist ein besonderer, ein grosser Moment, der wartet für Marc Jost. Ende November, zum Start der Wintersession, wird er vereidigt als Nationalrat. Er rückt nachher im Parlament für Marianne Streiff, die nach 12 Jahren jetzt den Sitz freigegeben hat, zurückgetreten ist. Marc Jost, fast ein bisschen der Mann der Stunde, könnte man sagen. Auch für uns natürlich ein schöner Moment, wir, die so lange jetzt auch im Zusammenhang mit der SEA, der Schweizerischen Evangelischen Allianz, miteinander unterwegs sind. Und jetzt ja, neu der Mann im Bundeshaus. Was ist das für ein Gefühl? Ja, merci vielmals für die Einladung zu diesem Gespräch. Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Und auch ein bisschen Nervosität. Ja. Ich freue mich sehr auf diesen Wechsel. Haben wir jetzt auch eine Zeit von der Vorbereitung nehmen, fast rund einen Monat. Und das ist sehr motivierend, natürlich so eine Perspektive zu haben, wo ich mich in Zukunft total engagieren darf. Ja, und du hast ja wirklich auf das hergeschafft. Du hast die lange Zeit auf kantonaler Ebene engagiert, als Grossrat, auch Grossratspräsident gewesen. Und jetzt so diesen Schritt eben unter die Bundeshauskuppel, das hat schon eine Magie, auch, oder? Es ist also sehr etwas Besonderes und ein Privileg, in dieser Rolle dürfen, Verantwortung zu übernehmen. Und wie du sagst, mir ist natürlich die Erfahrung jetzt auf kantonaler Ebene, als EVP-Grossrat und dann auch in den verschiedenen Funktionen, aber insbesondere auch meine gesellschaftspolitische Arbeit bei der Evangelischen Allianz, etwas sehr Wertvolles, Erfahrungen, die ich mitnehme, jetzt in die neue Rolle. Und ich möchte einfach an dieser Stelle dienen mit meinen Gaben und dem, was mir anvertraut worden ist für 12 unserer Gesellschaft. Mhm. Ja, wo wir leben. Ja, du hast schon vor kurzem in einem Interview in dem Wochenmagazin, vom Evangelischen Wochenmagazin Idea gesagt, ich möchte allen Menschen im Land dienen. Also nicht spezifisch nur irgendwie für ein gewisses Segment oder einfach für christliche Anliegen oder für Christen jetzt sozusagen Politik machen, oder? Ja, und zwar nicht von ungefähr, weil ich bin zutiefst überzeugt, dass uns der christliche Glaube genau zu dem auffordert und dass das unser Auftrag ist. Also das wichtigste Gebot, das wir in der Bibel davon lesen, das Jesus selber sagt, ist einerseits die Liebe zu Gott, dem Schöpfer, und andererseits zum Nächsten. Und das heisst für mich Politik eben auch gerade, wir sollen das Wohl von allen Menschen suchen. Und das ist eine meiner Motivationen, in welcher Rolle auch immer. Sei das jetzt in der Kirche, die ich zuerst gearbeitet habe, oder nachher in einem Netzwerk von Kirchen und Organisationen, das Wohl der Menschen zu suchen, dem zu dienen und da drinnen auch eben einen Auftrag vom Schöpfer zu sehen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Und du hast ja auch vor kurzem im Tagesanzeiger schon ein bisschen von deinem Weg erzählen, oder man hat auch ein bisschen porträtiert. Ich habe sogar etwas Neues gelernt über dich, was ich noch nicht gewusst habe. Ich dachte, ich kenne den Marc Jost auch fähig gut. Nämlich von dem Jahr, das er verbracht hat in Kolumbien, im 2002 ist das gesehen, wo du auch sagst, ja, das hat dich eigentlich dort politisiert, auch weite Teile. Ja, das war wirklich ein Schlüsseljahr gewesen, in vielerlei Hinsicht. Wir sind als Ehepaar gegangen, frisch verheiratet, in ein Jahr von einem Praktikum in zwei Ländern in Südamerika und unter anderem in Kolumbien. Dann zumal zu einer sehr schwierigen Zeit von Bürgerkrieg, von grossen Ungerechtigkeiten, Gewalt. Und das war die eine Seite. Und parallel dazu sind in der Schweiz oder im Kanton Bern Wahlen gelaufen. Und der riesige Kontrast, einerseits die sichere, wohlhabende, gerechte Schweiz, die wir kennt haben, und andererseits das Umfeld, wo wir gemerkt haben, da ist so wenig verlässlich, so viel Unsicherheit, so viel Not und Leiden, das hat etwas mit uns gemacht. Und ich habe dann noch nicht gewusst, was genau, was ich mit dem mache, aber heute weiss ich, das hat mich wie vorbereitet für das Engagement, mich einzusetzen für Rechtsstaat und Menschenrechte hier in der Heimat, aber auch darüber hinaus, weil aus der Schweiz aus auch sehr viel Gutes für andere Länder passieren kann. Und das kommt für mich auch zusammen in der Politik. Das war wirklich der Moment von meiner Politisierung dann. Und es ist ja auch ein Kernanliegen geblieben, also auch das Interkulturelle, das du stark hast als Generalsekretär bei der SEA und auch als Politiker
wird das weiterhin wahrscheinlich etwas sein, wo du klar reinstehen willst? Das ist richtig. Ich weiss noch, meine Frau und ich, wir haben dann zueinander gesagt, so eine Zeit vor Praxis in einer anderen Kultur, auf einem anderen Kontinent, das wünschten wir uns vielen kirchlichen Mitarbeitenden. Weil die Realität ist ja heute global so. Durch die Migration sind wir so durchmischt, dass eigentlich auch hier das interkulturelle Zusammenleben muss gelehrt und gefördert werden. Und darum habe ich bei der Allianz ja, mich engagiert, dass das hineinkommt und dass eben die Kirche in dieser Vielfalt auch in der Schweiz kann leben und zusammenarbeiten. Und das andere, die internationale Zusammenarbeit, wo ich jetzt ein Engagement habe für einen Verband von den Hilfswerken, die in der humanitären Arbeit, aber auch in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, lange mitwirken und jetzt so einige Zeit als Präsident. Mhm. Und da hat es natürlich auch Verbindungen zum Bund, wo der da ein sehr grosses Engagement hat, zusammen mit privaten und christlichen NGOs. Was so spannend ist nachher, wo du das Erlebnis hast gehabt im 02 in Kolumbien und das Ganze, wieso in dir innen hat mehr und mehr angefangen zu arbeiten und das Politische stärker gekommen ist. Nachher hast du gestartet in der Schweiz als Mitarbeiter, politischer Mitarbeiter im Team oder eigentlich an der Seite von Heiner Studer, könnte man sagen. Das ist dazu mal der Nationalrat gewesen. Wahrscheinlich war er auch EVP-Präsident in dieser Zeit. Ist das jetzt auch mit ausschlaggebend, dass du in die Rolle, in die du jetzt reinkommst, selber als Nationalrat auch so einen Mitarbeiter an die Seite nimmst? Ja, das ist wirklich tatsächlich so. Ich denke, die Anfrage dann zumal vom Heiner Studer in der Schweiz war das zweite Element, für das ich dann wirklich auch in die Politik einsteigen bin. Einerseits die Erfahrung international und andererseits die Anfrage darum, konkret im Teilpensum zu wirken. Und ich habe ihm auch die Stärke gesehen, wie er junge Menschen für politische Arbeit begeistert. Indem er sie beteiligt, einladet, Einblick gibt. Und manchmal wünschte ich mir, ich könnte das auf die Art und Weise, ich habe es punktuell auch probiert, Studierende mit reinzunehmen. Aber die Multiplikation, die dadurch entstanden ist, das war mir wirklich vorbildlich. Und hat mich dann auch inspiriert, selber auch in diesem System zu arbeiten, also persönliche Mitarbeiter einzuladen. Und Teamarbeit ist einfach auch für die politische Arbeit unentbehrlich. Mhm. Aber man könnte ja jetzt sagen, es gibt wahrscheinlich andere ja in diesem Parlament, die sagen, das nehme ich alles mehr oder weniger für mich. Oder? Ich meine, das ist ja ein rechter Batzen, jetzt wirklich, wo man dort bekommt und wo man sagen kann, das brauche ich nicht, schon wieder weiterzugeben, in ein Team zu investieren und so. Ich bin ein überrascht, wie wenig es genutzt wird. Und ich sehe es als Chance. Ich sehe es wirklich als Chance, dass man da Möglichkeiten bekommt. Weil ich habe ja nicht alle Fachkompetenzen in diesen vielen Gebieten, die sind. Und dort von verschiedenen Seiten, sei es jetzt von der Partei oder den Mitarbeitenden dort, sei es jetzt durch einen persönlichen Mitarbeiter oder sei es auch nachher durch Fachorganisationen und Verbände, durch die Vernetzung Kompetenz reinzuholen und nachher eine gute Grundlage haben für die Entscheidungen, das finde ich, ja, sollten wir nutzen, diese Möglichkeiten. Mhm. Und darum habe ich mir gesagt, das werde ich unbedingt machen. Und jetzt wollen wir natürlich auch darüber reden, wer das konkret ist, der dich unterstützt in deiner politischen Tätigkeit im Nationalrat. Und es passt ja eigentlich jetzt schon. Er hockt nämlich, das darf ich schon verraten, hier im Hintergrund, oder? Und ist sozusagen am Schauen, am Coachen oder am Lehren, beides ein bisschen miteinander. Ist immer alles. Aber das ist der Michael Mutzner, der dort hier jetzt ein gewisses Pensum macht. Wer ist er und was ist seine Rolle? Kannst du noch ein bisschen mehr sagen, vielleicht, Marc? Mhm. Den Michael Mutzner kenne ich jetzt seit rund 12 Jahren aus der Zusammenarbeit im Netzwerk von der Evangelischen Allianz. Er kommt aus Genf, der Region Genf. Und wir haben eben schon über die Jahre der Michael Mutzner für die französischsprachige Schweiz, für die deutschsprachige Schweiz zusammengearbeitet, auf viele gesellschaftspolitische Fragen. Wir haben verschiedene Projekte miteinander entwickelt und aufgebaut. In dem Sinn hat es dann einfach auch gepasst, dass wir zum gleichen Zeitpunkt eigentlich wie einerseits ein Angebot und einen Bedarf hatten. Und dann war es für mich kein langes Überlegen, dass das eigentlich die passende Person ist. Mit Ausbildungen im Bereich von
vom Recht und von dem Gesellschaftsstudium, Politologie, aber auch die Erfahrung, die internationale Erfahrung, die Michael Mutzner hat. Er hat im Zusammenhang mit der UNO, dem Menschenrechtsrat, eine ganz wichtige Arbeit aufgebaut, wo sich die Evangelische Allianz für Menschenrechte, insbesondere für die Religionsfreiheit, einsetzt. Und ja, die Erfahrung jetzt können mit zu integrieren in die Zusammenarbeit ist natürlich ein super Vorrecht und freut mich umso mehr, so können zu starten. Ja, und er ist auch gewöhnt, sich zu bewegen in diesen Wandelhallen, oder? Er kennt auch ein bisschen alle Abläufe, die politischen Prozesse, alles, also viele Leute, ist schon vernetzt. Eben das Christian Public Affairs, das ist vielleicht das Stichwort, das wir da drinnen auch noch erwähnen sollten, weil das ist auch bei dir weiterhin ein Pensum, wo du fix sozusagen christlicher Lobbyist wirst in der Politik. Genau, Christian Public Affairs ist etwas, das wir auch miteinander aufbauen und entwickeln konnten. Ja. Also eigentlich ein Verein von verschiedensten christlichen Organisationen, um zu schauen, was läuft in der Schweizer Politlandschaft, wo uns als Kirchen und Organisationen angeht, wo wir damit zu tun haben. Und dort eigentlich sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen und das dann auch zurückzuspeisen ins Netzwerk und zu überlegen, welche Interessen wollen wir jetzt da einbringen und ein Ohr bekommen. Und durch die Arbeit, die Michael Mutzner auch aufgebaut hat und ich konnte mitbegleiten, haben wir jetzt natürlich auch ein Netzwerk und Kompetenzen, von denen ich selber jetzt auch mit profitieren kann. Mhm. Und ich sehe mich auch als wie ein Teil im Ganzen innen. Auch Grundlagendokument von dem Christian Public Affairs. Das heisst, schlussendlich, wir wollen mit den bestmöglichsten Rahmenbedingungen für die Gesellschaft dienen. Aber das heisst manchmal schon unangenehme Themen aufgreifen oder neu mit den Finger auf einen Ort haben, wo andere Institutionen oder Personen gar nicht daran denken. Auch die schwächsten Minderheiten oder Vergessene. Und da sehe ich mich als Teil drin in dieser Kooperation. Genau. Und du hast es auch schon bei IDEA eben gesagt, du siehst das eigentlich als konsequente Weiterentwicklung. Einfach in diesem Grundanliegen der Stimme der evangelischen Christen in der Gesellschaft. So, das einfach mehr und mehr können, ja, reinzubringen auf den verschiedensten Kanälen. Was das jetzt bei dir bedeutet hat, SIA, EVP, CPA, das ist alles eins. Ja, für mich ist das wirklich eine Familie von Institutionen und Organisationen mit der gleichen Basis. Also die EVP, meine Partei, ist aus den Kreisen der Evangelischen Allianz vor über 100 Jahren gegründet worden mit diesem Anliegen. Und darum ist es so selbstverständlich, dass ich jetzt auch die Vorarbeit oder von meiner Vorgängerin Marianne Streif im Bereich von Menschen auf der Flucht, Probleme im Asylwesen, aber auch Randständige oder Menschen, die mit Herausforderungen und Beeinträchtigungen sind, dass ich das weiterführen will. Und das auf der gleichen Basis von dem Evangelium, das ja gute Nachricht für alle Menschen sein soll, das eben in die Politik übersetzen. Mhm. Und das zusammen mit meinen Kollegen, mit der Lilian Studer, unserer Parteipräsidentin, und mit dem Nick Gucker, so als Trio in der grossen Familie von der Mitte-Fraktion, das ist, denke ich, eine ganz schöne Aufgabe. Jetzt hast du eben durch das, dass zum Beispiel, sagen wir, bei Ehe für alle oder so bei einem gesellschaftspolitischen Thema schon stark in den Medien bist gekommen, hast du schon Erfahrung gesammelt. Also du bist nicht der Neuling, könnte man sagen, auch nicht einmal im nationalen Kontext. Und gleich, wie ist das jetzt? Tust du dir schon bestimmte Dossiers wie ein genauer anschauen, durchleuchten und sagst, oh, da kann ich mich eigentlich jetzt schon vorbereiten. Das könnte eines sein, das ich mir vorknöpfe, schon für das 23. Steht sowieso an. Oder wie gehst du da vor? Es ist ein bisschen zweiseitig. Einerseits möchte ich mir die Ruhe und Gelassenheit nehmen, behutsam einzusteigen, indem ich herhöre, Strukturen lernen kennen. Wir hatten Einführungen mit den Parlamentsdiensten, wie das Ganze funktioniert. Das Zweikammersystem, das selbst für Leute, die lange drin sind, anspruchsvoll ist. Also zuhören, beobachten, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und gleichzeitig, ja klar, da überlegt man sich, was sind die Themen. Und ich selber, ich beschreibe mich als jemand, der ja, das Label sozialkonservativ
deckt die Weite der Themen recht gut ab. Bei mir persönlich. Also, wir haben darüber geredet, über das Engagement jetzt für extreme Armut, Ungerechtigkeit auf der Welt. Also der Sozialflügel, wo ich mich überlege, oder? Was sind dort die nächsten Entwicklungen und Fragen, die anstehen. Aber andererseits gesellschaftskonservativ, das ist das Thema genannt, auch im ganzen Lebensschutzbereich, wenn es um Palliativcare geht, aber wenn es um die Frage vom Anfang des Lebens geht, um wie ist das am besten geschützt, wie sind die Mütter, die Schwangeren am besten geschützt. Auch dort will ich nicht zurückscheuchen. Also ich bereite mich vor und das heisst für mich auch ganz genau heranschauen, was ist eigentlich auf dem Tisch, was sind schon für gute Vorschläge eingebracht worden, was sind vielleicht für kritische Vorstösse da, wo man eher müsste argumentieren dagegen. Und das ist die Arbeit, die wir als Partei, aber auch jetzt ich persönlich mit meinen Mitarbeitern auch schon in Vorbereitung bin und schauen, was ist denn der richtige Moment. Und natürlich macht es zwei Jahre oder eben ein Jahr vor der Wahl auch zu einem besonderen Einstieg, wo man immer schaut, ja, was stellen wir ins Schaufenster und was machen wir im stillen Kämmerli. Das ist halt auch immer eine Überlegung, die jeder Politiker macht. Klar, auch ein bisschen taktiert mit dem, je nachdem. Und das gehört alles dazu. Und der besondere Einstieg ist es noch aus einem anderen Aspekt heraus. Es sind nämlich nachher am 7. Dezember gerade Wahlen für die Regierung, also zwei Mitglieder vom Bundesrat, die neu gewählt werden. Und da wirst du schon gerade das Knöpfchen drücken, oder? Kurz nach der Vereidigung. Also das stelle ich mir schon noch jetzt speziell vor, oder? Gerade in diese Phase hineinzukommen. Das ist in der Tat ein ganz spezieller Moment, wo ja, nicht nur nicht, wo wahrscheinlich niemand jetzt so einfach erwartet hat. Gerade zwei Mitglieder vom Bundesrat, die zurücktreten. Und ich denke, es ist eben ein Vorrecht, so etwas dürfen, mitzuerleben in der zweiten Woche. Und gleichzeitig ist so eine Chance, die ganzen Abläufe und das Miteinander und Diskussionskultur lernen zu kennen. In diesem Sinn freue ich mich sehr und finde es umso spannender, jetzt zu beobachten, wie die Fraktionen im Bundeshaus diesen Prozess gestalten. Wo ja schon ein bisschen Salz und Pfeffer drinnen ist bei den verschiedenen Entwicklungen. Und das schaue ich sicher mit Spannung umso mehr jetzt an. Was mir auch sehr schön dünkt, das habe ich auch jetzt im Interview herausgelesen, wo da der Marianne Streif noch mal gefragt wurde. Es hat auch sehr viel Menschliches immer wieder drin. Also man hat ja manchmal so die Illusion von, das ist näher, oder? Dass sie irgendwie die Leute drinnen alles so halb Götter, Paul gesagt. Oder? Und ich durfte einmal auch die Bundesrätin Viola Amherd treffen zu einem Gespräch, das wir dann in den Regio-Zeitungen nächstes Jahr herausbringen können. Total menschlich, total. Also am Schluss, das ist noch gut zu wissen und auch, ich finde, das muss man manchmal schon wieder erwähnen. Oder? Am Schluss, ja, wenn man auch die Geschichte von der Frau Somaruga jetzt anschaut, oder? Am Schluss ist es ein menschliches Schicksal, das sie jetzt zu dem Rücktritt bewegt hat. Also das spielt eben alles einfach drin. Ich glaube, in der Schweiz hat man noch gerade ein besonderes Verständnis dafür, dass auch exponierte Politikerinnen und Politiker in besonderen Ämtern einfach Menschen sind, wie du und ich. Und das ist gut. Also auch dort menschelt es. Man muss das Vertrauen aufbauen, um gut zusammenzuarbeiten. Man hat Leute, die man sympathischer findet als andere. Und das spielt alles rein, wenn man in die Kommission die Gesetze vorbereitet. Und ich denke, dass das Miteinander, das ist das, was ich weiterhin pflegen will, einfach ein respektvolles Miteinander, wo ich mit Exponenten von allen Seiten zusammenarbeiten möchte. Weil ich bin überzeugt, nur wenn man mit allen am Tisch sitzt und schaut, was finden wir jetzt für eine Lösung, die das Beste ist für unsere Gesellschaft, nur dann ist das wirklich erfolgsversprechend. Und dann ist es vielleicht nicht immer das, was man sich wünscht. Oder? Und es hat ja, wie überall in den Firmen, in den Bereichen der Gesellschaft, die unterschiedlichsten Menschen. Und da sind wir eingestellt. Genau. Da fängt etwas Neues an mit der Zeit im Nationalrat. Wünschen wir natürlich dir Gottes Segen für das. Danke vielmals und danke für das gute Begleiten von diesen Prozessen in der Gesellschaft, Kirche und Gesellschaft, Politik. Danke vielmals für die Einladung. Merci. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.
Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.